Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Update vom 13. Dezember. Mistfall ist da, die Server waren eben ganz, ganz kurz da, jetzt sind sie aber auch schon wieder weg. Aber ich dachte mir, ich fasse euch schon mal zusammen, was es so gibt anhand der Star Stable News, die bereits gekommen sind. Ja, Mistfall war lange, lange Zeit gesperrt wegen unbekannter Gründe, aber es gibt ein Gerücht, dass dort eine mysteriöse Krankheit umgeht. Ronja, ein neuer Charakter aus der Stadt Dandal in Mistfall, wollte ihre Großmutter in Firgrove besuchen, kann aber jetzt nicht mehr zurück und wir müssen ihr helfen, die Gründe dieser Krankheit aufzudecken. Um diese Quest machen zu können und damit nach Mistfall gelangen zu können, müsst ihr Star Rider sein Level 12 erreicht haben und eine Quest mit einer Rechnung bei Frau Packard gemacht haben, eine Mietrechnung. Ich kann mich nicht mehr an die Quest erinnern, aber so hieß es auf jeden Fall in der News. Aufgrund dieser Krankheit wurden die Bewohner von Mistfall sogar von ihrem Trinkwassersee getrennt. Also es ist auf jeden Fall Zeit, dass wir da einschreiten und helfen. Wie wir ja bereits erfahren haben, ist Mistfall ein Nationalpark, beziehungsweise ein Teil Mistfalls ist ein Nationalpark. Und dort sind auch einige Ranger unterwegs, die uns da durchweisen. Violet ist einer davon und wir sollen ihr helfen, die Natur von Mistfall zu dokumentieren. Allerdings müssen wir ihr dafür erstmal helfen, ihr Pferd wiederzufinden. Ein weiterer der Ranger ist Alonso, der den weiten Weg aus Sheila auf sich genommen hat, um nach Mistfall zu reisen und uns dort neue Orientierungsrennen zu präsentieren. Auch darauf bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Damit wir diese Quest allerdings annehmen können, müssen wir bei den Rangern erstmal einen freundlichen Ruf bekommen. Star Stable hatte außerdem in der Vergangenheit schon angekündigt, dass es weitere Pets geben wird, die neben einem herlaufen. Und zwar können wir in Mistfall Kit finden. Kit hat super, super putzige Füchse für uns. Und wenn wir die Quest gemacht haben bei ihr, dann können wir sie kaufen. Sie können in der Satteltasche hocken oder neben uns herlaufen, je nachdem, wie wir es wollen. Ich finde sie auf jeden Fall super, super, super süß. Und da wird mal mindestens einer von bei mir einziehen. Wie wir bereits auch schon im Teaser gesehen hatten, stehen in Mistfall rosane Transporter. Das heißt, wir können aus der kompletten Region rund um Silverglade nach Dandal gelangen, sobald wir das einmal kennengelernt haben. Außerdem befindet sich dort auch ein neuer Heimatstall. Über eine Quest können wir außerdem einen weiteren Bus in Mistfall freischalten, der uns nach Jorvik City bringt. Wir finden in Dandal auch neue Shops mit jeder Menge neuem Zeugsel. Und zwar können wir dort neue Ausrüstung kaufen, neue Make-ups, neue Frisuren und sogar völlig neue Sachen, die wir so in Star Stable noch gar nicht kennengelernt haben, wie zum Beispiel Ohrringe. Auch darauf bin ich unheimlich gespannt, mal durch die Shops zu stöbern mit euch gemeinsam. Außerdem können wir in Dandal auch direkt drei neue Pferde kaufen. Zum einen steht dort ein neuer Haflinger, einen neuen Mustang finden wir dort und auch ein neues Connemara. Auch dazu wird, sobald ich dort angekommen bin, eine Kauffolge kommen. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Da wird dann das Questen für einen Tag unterbrochen, denn ich habe mich definitiv in eines dieser drei Pferde verliebt. Ihr könnt ja einfach mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr denkt, welches der Pferde ich mir kaufen werde. Vielleicht mache ich auch eine Abstimmung rein. Das ist bestimmt ganz lustig zu sehen, was ihr vermutet und welches Pferd es dann wird. Aber eins davon ist so unheimlich knuffig. Das ist eigentlich zwei davon. Aber ja, eins der drei hat es mir wirklich besonders angetan. In der Zukunft wird natürlich auch weiter an Mistfall gearbeitet werden, so wird es weitere Quests geben und auch neue Rennen, auf die wir uns freuen können. Die Wölfe ganz Jorviks haben diese Woche ein Rework bekommen, da ja auch in Mistfall jede Menge Wölfe herumlaufen und die vom Grafikstil natürlich passen mussten, sind direkt alle Modelle in Jorvik überarbeitet worden und auch im Weihnachtsdorf gibt es heute wieder das ein oder andere Neue zu entdecken. Dort sind nämlich neue Sachen in die Shops gekommen. Ich bin gespannt. Last but not least ist der Pferdemarkt auch wieder da. Und zwar ist Ferdinand diese Woche in Fort Pinter. Wir haben also jede Menge zu tun. Jetzt heißt es nur noch warten, dass die Server wieder aufgemacht werden. Mal schauen, wann es soweit sein wird. Und dann wird Fabi nachher streamen. Und bei mir geht's dann morgen mit den Quests los. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ist euer erster Eindruck aufgrund der Videos, die Star Stable veröffentlicht hat. Ich bin gespannt. Tschüss!